Eisen in der Schwangerschaft. Wo steckt's drin? Wie kommt man dran? Wofür braucht man das überhaupt? Und was passiert, wenn man einen Mangel hat? Das und noch mehr erfahrt ihr in diesem Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Video von pflanzenhunger.de. Jetzt geht's endlich los mit der nährstofffreie vegane Schwangerschaft. Und wir fangen an mit Eisen, weil das der Nährstoff ist, bei dem die meisten Schwangeren, mit denen die meisten Schwangeren ein Problem haben, beziehungsweise in eine Mangelsituation kommen. Und das ist so unabhängig davon, wie sie sich ernähren, also ob mischköstlich, vegetarisch oder vegan. Die gute Nachricht zuerst, ein Eisenmangel ist zwar recht häufig, aber wird auch sehr schnell erkannt, weil die Frauenärztin das routinemäßig testet. Und wenn man den Eisenmangel erkannt hat, kann man mit Eisensupplementen, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, da sehr gut und effizient gegen angehen. Wofür braucht man eigentlich Eisen? Eisen ist ziemlich wichtig, das hilft nämlich dabei, den Sauerstoff, den wir einatmen, zu den Zellen zu transportieren. Man braucht als Frau, die nicht schwanger ist, ungefähr 15 Milligramm am Tag dafür. Die Männer brauchen 10 Milligramm, die brauchen ein bisschen weniger, weil die durch die Menstruation nichts verlieren und deswegen nicht mehr so viel aufbauen müssen. In der Schwangerschaft braucht man allerdings doppelt so viel, nämlich 30 Milligramm. Das liegt daran, weil das Blutvolumen bei schwangeren Frauen einfach erhöht ist, weil sie nicht nur ihren eigenen Körper durchbluten müssen, sondern zudem auch noch die Plazenta und den Körper vom Baby. Auch in der Stillzeit ist der Eisenbedarf noch erhöht. Er ist zwar nicht mehr so hoch wie bei einer Schwangeren, nämlich nicht mehr bei 30 Milligramm pro Tag, sondern bei 20. Das liegt daran, dass die Blutverluste unter der Geburt ausgeglichen werden müssen. Braucht man denn jetzt unbedingt Eisentabletten, wenn man schwanger ist? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nämlich so, dass man gerade am Anfang der Schwangerschaft den Eisenbedarf wirklich noch gut mit der Ernährung decken kann. Da kann man auf ein paar Tricks achten, zum Beispiel, dass man eisenreiche Lebensmittel verwendet. Das sind zum Beispiel Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wo Eisen drin ist in der Nahrung. Das packe ich euch einfach mal hier hin. Dann könnt ihr euch das angucken. Das ist jetzt nicht speziell für Schwangere, aber gilt natürlich auch für Schwangere. Auf jeden Fall solltet ihr keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen, also kein Eisen extra nehmen, wenn ihr nicht wirklich bei eurer Frauenärztin wart und die gesagt hat, wir haben Blut abgenommen und wir haben das getestet und sie haben zu wenig Eisen. Weil es auch gefährlich sein kann für Mutter und Kind, wenn man zu viel Eisen nimmt, obwohl man gar keinen Mangel hat. Ein zu hoher Eisenwert ist nämlich auch nicht gesund. Deswegen auf jeden Fall erst Eisentabletten nehmen, wenn man wirklich einen Mangel hat und das mit der Frauenärztin abgesprochen hat. Wenn man einen leichten Eisenmangel hat, muss man auch nicht unbedingt direkt Tabletten nehmen, sondern kann einfach ein paar Tricks anwenden, um die Eisenaufnahme noch ein bisschen zu steigern. Und zwar gibt es da einmal Lebensmittel, die die Eisenaufnahme fördern und es gibt Lebensmittel, die die Eisenaufnahme hemmen. Vitamin C-haltige, säurehaltige Lebensmittel fördern die Aufnahme. Das heißt, das sind zum Beispiel Orangen, Kiwis, generell Südfrüchte, aber auch sowas wie Paprika oder Petersilie. Da müsst ihr dann gucken, dass ihr das einfach kombiniert und wenn ihr irgendwas Eisenhaltiges esst, dann könnt ihr das dazu nehmen. Wenn ihr zum Beispiel ein Vollkornbrot esst, könnt ihr dazu ein Glas Orangensaft trinken oder eine Kiwi essen oder ein bisschen frische Petersilie drüber streuen. Was dabei wichtig ist, wie zum Beispiel auch wenn ihr jetzt Paprika dazu nehmt, dass ihr die Paprika nicht kocht, sondern als wirklich roh esst. Das reicht auch, wenn ihr dann ein paar Streifen Paprika, wenn ihr das kocht, einfach roh dazu esst. Also euch einen Rohkosteller oder einen Salat oder sowas macht. Vitamin C ist nämlich sehr hitzeempfindlich und wenn ihr das mitkocht, ist da nicht mehr viel Vitamin C drin. Dann gibt es auch noch Lebensmittel, die die Eisenaufnahme hemmen können. Das ist zum einen die Phytinsäure, das ist vor allen Dingen in Vollkornprodukten enthalten. Da kann man ein bisschen darauf achten, dass man entweder die eisenhaltigen Lebensmittel nicht gleichzeitig mit den Vollkornprodukten isst oder dass man Vollkornprodukte nimmt, die irgendwie fermentiert sind oder zum Beispiel eingeweicht wurden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Frischkornbrei macht und das Getreide ein paar Stunden eingeweicht wurde, dann ist die Phytinsäure abgebaut. Oder ihr nehmt einfach das gute alte Sauerteigbrot. Da ist die Phytinsäure nämlich auch ziemlich stark abgebaut und hemmt deswegen die Eisenaufnahme nicht mehr. Auch Kalzium kann die Eisenaufnahme hemmen, dafür braucht man allerdings wirklich große Dosen. Das heißt, wenn man jetzt einen Kalziummangel hat und man nimmt gleichzeitig zum Essen ein Kalziumpräparat ein, also eine Kalziumtablette, die wirklich hochdosiert ist, dann kann es sein, dass das die Eisenaufnahme hemmt. Wenn man jetzt einfach nur, weiß ich nicht, Gemüse nimmt, wo Kalzium auch drin ist, dann ist das kein Problem. Also wenn ihr Tabletten nehmt, dann nehmt die bitte zwischen den Mahlzeiten und nicht zu den Mahlzeiten.
Früher hat man auch gedacht, dass Oxalsäure Eisenaufnahme hemmt. Das ist zum Beispiel in Spinat, in Rhabarber, in Kakao drin. Das ist allerdings nicht so. Neuere Erkenntnisse sagen, dass das die Eisenaufnahme nicht mehr so krass hemmt. Also da müsst ihr nicht drauf achten. Schwarzer Tee und Kaffee hemmen die Eisenaufnahme auch. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ihr könnt zum Beispiel so ein bisschen tricksen, dass ihr sagt, zum Frühstück esst ihr ein Müsli und dazu ein Glas Orangensaft. Und dann trinkt ihr den Kaffee und den schwarzen Tee nicht dazu, sondern eine Stunde davor oder eine Stunde später. Dass ihr so ein bisschen Abstand habt, eine Stunde ist dann eine ganz gute Zeiteinheit, dann hemmt sich das nicht gegenseitig. Wenn ihr wirklich einen starken Eisenmangel habt und eure Frauenärztin euch dazu rät, Eisentabletten zu nehmen, ist das natürlich eine gute Idee. Viele Frauen vertragen Eisentabletten nicht so gut, weil die manchmal auf den Magen schlagen können. Das heißt, es kann sein, dass einem übel wird, dass man Bauchschmerzen hat oder Verstopfung. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil man in der Schwangerschaft generell Probleme mit Übelkeit und Bauchschmerzen und Verstopfung haben kann. Und es kann sein, dass die Eisentabletten das noch ein bisschen verstärken. Da kann man mehrere Sachen machen. Zum einen kann man die Frauenärztin fragen, ob man niedrig dosierte Eisentabletten nehmen kann und die dann einfach mehrmals am Tag verteilt nimmt, dass man nicht so eine Bombe auf einmal hat. Dann kann man gucken, dass man die zu den Mahlzeiten nimmt, dann ist das nicht so schwierig für den Magen. Und wenn es wirklich gar nicht geht, dann kann man gucken, dass man zum Beispiel eisenhaltigen Saft zu sich nimmt. Der ist natürlich nicht so hoch dosiert, aber vielleicht verträgt man das besser. Dann natürlich gucken, ob die Eisenwerte dann auch dementsprechend wieder nach oben gehen. Wie merkt man eigentlich, dass man einen Eisenmangel haben könnte? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Eisen hilft, Sauerstoff im Körper zu verteilen. Das heißt, wenn man zu wenig Eisen hat, kann es sein, dass das ein bisschen eingeschränkt wird. Und wenn man nicht genug Sauerstoff hat, hat man einfach nicht viel Energie. Das heißt, man ist müde, man ist abgeschlagen, man braucht mehr Schlaf als sonst, vielleicht ist man auch blass. Das sind so die typischen Zeichen von einem Eisenmangel. Wie gesagt, testet das die Frauenärzte normalerweise sowieso routinemäßig. Ihr könnt aber natürlich, wenn es euch schlecht geht, trotzdem einfach nochmal hingehen und das besprechen und es auch testen lassen. Die Ärztin testet meistens zwei unterschiedliche Werte. Das ist einmal Hämoglobin, auch HB-Wert genannt. Das bedeutet, da guckt man einfach, wie ist gerade der aktuelle Stand vom Eisen im Blut. Dann gibt es noch einen zweiten Wert, das ist das Ferritin. Und da kann man gucken, wie der Eisenspeicher ist. Das heißt, man kann gucken, hat man generell einen hohen oder einen leeren Speicher. Bei Studien hat man herausgefunden, dass Veganerinnen und Vegetariern genau so einen hohen HB, also Hämoglobinwert haben. Das heißt, sie haben ähnliche Eisenwerte wie die Mischköstler. Allerdings sind die Eisenspeicher öfters leer bzw. leerer als bei den Mischköstlern. Man streitet sich bei der Wissenschaft gerade noch so ein bisschen darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil einige Studien auch darauf hinweisen, dass ein niedriger Eisenspeicher vielleicht auch positiv auf manche Sachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes sich auswirken könnte. Aber das weiß man alles noch nicht so ganz genau. Wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt. Zum Ende fasse ich noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Zum einen ist es so, dass ihr mit einer ausgewogenen veganen Vollwertkost auf jeden Fall euren Eisenbedarf stillen könnt. Das kann zum Ende der Schwangerschaft ein bisschen schwierig sein, aber wenn ihr ein paar Tricks beachtet, zum Beispiel welche Lebensmittel Eisen hemmen und welche Lebensmittel die Eisenaufnahme fördern und vor allen Dingen, wenn ihr auch wisst, in welchen Lebensmitteln viel Eisen drin ist, dann kann euch das auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn es gegen Ende nicht geht und ihr wirklich einen Mangel habt, könnt ihr auch Eisentabletten oder eisenhaltigen Saft zu euch nehmen. Punkt 2. Nehmt diese Sachen auf gar keinen Fall, wenn ihr das nicht mit eurer Frauenärztin abgeklärt habt. Das heißt, lasst euren Eisenwert auf jeden Fall testen und nehmt keine Nahrungsergänzungsmittel, Säfte oder sonst irgendwas, wenn ihr nicht einen Mangel habt, weil zu viel Eisen auch nicht günstig ist. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie war das bei euch in der Schwangerschaft? Hattet ihr Probleme mit Eisen? Habt ihr das irgendwie geplant oder ging das einfach easy peasy und ihr hattet gar keine Probleme damit? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, auch wenn ihr noch weitere Fragen habt oder schreibt mir einfach unter sarah@pflanzenhunger.de. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Klickt hier, um Pflanzenhunger zu abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin füttert euren Pflanzenhunger.